Es gibt Momente im Leben, da musst du einfach springen. Und jetzt? Wir schalten den Kopf aus! Diese Momente sind wichtig. Ich glaube, es wird sich alles verändern. Ich hasse es, dass ihr erwachsen werdet. Diese Momente. Und zu viel versprochen? Auf gar keinen Fall. Sie sind alles. Also spring. Und wenn du hinfällst, steh auf. Lisa und ich arbeiten ja schon ziemlich lange an diesem Projekt. Ich glaube, mittlerweile sind es 3 Jahre. Wir wollten schon immer in Richtung Schauspiel, aber das war einfach so, wie jeder Junge sagt, ich werde mal Fußballspieler, also so weit weg. Und als die Chance dann mal da war, war es natürlich mega krass für uns, weil wir mega Lust drauf hatten. Aber trotzdem haben wir uns erstmal die Zeit genommen, um das Handwerk auch zu lernen. Schauspielerei war schon immer ein Traum von mir. Seit ich klein war, war es so ein bisschen wie Jungs sagen, oh, ich werde Fußballspieler, war es so, ich werde mal Schauspielerin, aber never ever. Fast vor 10 Jahren haben wir mit allem angefangen, ein bisschen weniger, aber wir hatten direkt schon Anfragen für einen Film. Es hieß, hey, komm, mach doch einen Film. Und für uns war es aber immer klar, es war das größte Angebot ever. Wir haben halt beide gesagt, wir können es nicht. Das ist ja wie ein Job, so ich muss ja erstmal eine Ausbildung machen. Und deswegen waren wir 2 Jahre auf einer Schauspielschule, haben Theater auch gespielt, was ganz Neues. Man war einfach schön. Ich glaube, dadurch, dass es so viele gibt, die wahrscheinlich diesen Film auch direkt abstempeln werden, Influencer-Film. Wie gesagt, ey, wir wollen versuchen, die Leute zu überzeugen und dafür wollen wir erstmal hart arbeiten. Das klingt immer so voll kitschig, klischeemäßig. Aber wir wollen uns ja auch nicht blamieren. Und ich hoffe wirklich, dass man auch einfach eine Chance bekommt und nicht nur diesen Influencer Stempel, sondern vielleicht, dass Leute auch sagen, krass, hätte ich nicht erwartet. Also ich kann mich auf jeden Fall mit der Rolle identifizieren, weil das Coole ist, dass wir richtig viel Mitspracherecht hatten und da ja ein bisschen das anpassen konnten an uns. Deswegen ist es richtig, richtig cool. Meine Motivation, bei dem Film mitzuspielen, war in erster Linie das Skaten. Ich war sowieso immer interessiert daran, Skaten zu lernen. Es war für mich einfach ein Traum, allgemein einen Kinofilm zu drehen. Und noch beim Skaten, also mit dem Skaten zusammen, das war eine Top-Kombi. Ich fand besonders motivierend einfach die neue Herausforderung. Diese Herausforderung, sich ein neues Hobby anzueignen, Skaten, was ich vorher nicht konnte, nicht getan habe. Und vor allem auch die Zusammenarbeit mit Lea Becker. Ich finde, heutzutage sind wir in so einen Kreislauf reingeraten, wo so Teenager-Filme meistens um Beauty gehen. Wer ist am hübschesten? Wer hat den tollsten Freund? Und alles ist so girly-girly, was ja voll toll ist. Aber ich komme noch aus der Zeit, wilde Kerle, Vorstadtkrokodile. Und das war ja auch unser Ziel von Lisa und mir. Wir waren so, ey, wir wollen wieder was Wildes. Ist jetzt nicht der wildeste Film, aber einfach wieder, wir gehen raus. Es geht nicht so um Social Media, wer ist am hübschesten. Es geht einfach um die geile Zeit mit Freunden. Und ich glaube, dass es vielen Kids Freude bereitet und vielleicht auch inspiriert, auch eine geile Zeit mit Freunden zu haben. Ich bin kein ausgebildeter Schauspieler. Ich bin Skater einfach und ja, ist irgendwie so gekommen. Also das Schauspielern liegt mir, glaube ich, so ein bisschen, weil ich auch selber Musik mache. Oder auch so dieses, keine Ahnung, irgendwie seine Emotionen rüberbringen, so war schon eher so nah bei mir. Also hat sich jetzt nicht völlig fremd angefühlt. Also ich kann nicht genau sagen, seit wann ich skate oder wann ich Skaten angefangen habe. Aber ich bin sehr dankbar für das Projekt, weil ich oft sagen konnte, ich gehe jetzt mal arbeiten in die Skaterhalle und übe Skaten. Ich skate seit, also ich habe das Board, sage ich mal, seit 3 Jahren. Aber ich konnte oft nicht skaten durch den Job oder wir hatten auch mal Skateverbot, weil wir für eine andere Arbeit, einfach wegen der Versicherung, was dann so war, okay, bitte verletzt euch nicht, deswegen konnten wir in dem Zeitraum nicht skaten. Also ich glaube so seit eigentlich so richtig seit 1,5 Jahren. Skaten bedeutet für mich vieles. Über sich selbst hinauswachsen, sich selbst anders kennenlernen, Stärke entdecken, die man vorher nicht gekannt hatte. Und aber auch einfach unglaublich viel Spaß zusammen haben. Ich finde, Skaten gibt einem Freiheit.
Es ist einfach, ja, ich mag das Adrenalin, ich mag einfach Höhe. So, ich hätte auch gerne noch von höheren Rampen reingedroppt. Das mag ich einfach. Also ich habe beim Skaten jetzt nicht so viel Angst. Ich kann da gut meinen Kopf ausschalten und mache einfach. Meine Erfahrung mit dem Skateboard war es eher so, dass ich Longboard gefahren bin 2016 und hatte sozusagen die Balance schon, also die Stabilität von einem auf dem Board stehen. Und auf dem Skateboard zu stehen ist trotzdem eine andere Sache. Es ist wackeliger, du hast kleinere Räder und es ist irgendwie anders. Und ich muss es trotzdem schon richtig von Anfang an lernen. Ich weiß seit Ende Februar 2022, dass ich die Rolle für diesen Kinofilm habe. Und tatsächlich hatte ich noch so ein uraltes Skateboard zu Hause rumliegen und bin dann nach Köln gefahren. Und dachte dann so, okay, alles klar, ich habe ja noch dieses Skateboard, das nehme ich jetzt mal und versuche mal ein bisschen so wenigstens zu pushen. So. Und da war ich schon sehr, sehr stolz, dass ich nicht runtergefallen bin. Da wusste ich aber noch nicht, was noch alles auf mich zukommen würde. Ich dachte so, hey, ich kann skaten, I'm fine, es reicht. Aber ja, da kam dann halt noch einiges auf uns zu. Und wir hatten dann Unterstützung in Berlin von Mac McKelton, der uns etwas trainiert hatte, also mich und Jobel. Und dann hatten wir ja noch zusätzlich diese ganzen Skatecamps, wo wir dann alle zu viert mit verschiedenen Skatern aus der Stuttgarter Szene und auch aus der Berliner Szene einfach in Berlin die ganze Zeit geskatet sind. 5 Tage die Woche, von Montag bis Freitag. Also Skaten, da gehört Fallen dazu, blaue Flecken, Verletzungen. Wenn man da nicht so pingelig ist, go for it. Aber wenn man dann sich denkt, oh nee, ein Kratzer hier, sollte man vielleicht einfach nicht skaten. Aber davon passt man was. Verletzungen, ich habe mir noch nie was gebrochen beim Skaten. Und jetzt beim Dreh, habe ich meinen Finger einmal umgeknickt in die andere Seite, aber auch nicht mal beim Skaten. Ich habe nicht mal eine coole Story. Ich bin einfach ausgerutscht und hängen geblieben. Well, Verletzungen, das war einfach nur aus Dummheit. Ich habe während dem Skaten mein Knie mitgeschliffen am Boden. Ich habe tatsächlich Glück mit Verletzungen. Ich glaube, da ist Lena eher der Pechvogel. Mich hat es noch nie richtig hingehauen. Was aber auch nicht gut ist, weil deswegen bin ich ein bisschen zu leichtsinnig vielleicht manchmal. Leute haben eher immer Respekt davor, so auf den Skatepark zu kommen, egal ob jetzt Mann oder Frau. Aber im Endeffekt kann man, glaube ich, sagen, dass es da keinen Grund dafür gibt, nervös zu sein, weil eigentlich alle cool drauf sind und so. Jeden akzeptieren und alle bereit sind, mit jedem klarzukommen, glaube ich. Die größte Herausforderung bei den Dreharbeiten war für mich, auf jeden Fall Persönliches zu trennen und natürlich die Kussszene, weil ich eigentlich auch echt so ein Mensch bin, ich küsse nicht einfach so jemand. Und dann so meine Lena-Regel nach hinten zu stellen und es auch auseinanderzuhalten. Aber wie gesagt, mit Anton und ich, wir haben so gut gevibed und ich bin so dankbar. Das ist echt, glaube ich, mittlerweile ein Freund fürs Leben. Und es war einfach mega lustig. Ja, war dann doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Was ich mega herausfordernd fand, dass das Wetter nicht immer mitgespielt hat. Das fand ich so krass, wenn es halt geregnet hat, trotzdem zu spielen. Wenn es kalt war, trotzdem zu spielen und so zu tun, als wäre der nicht kalt. Also das fand ich schon krass, gerade auch der Nachtdreh im Freibad. Das war einfach nicht ohne da oben zu hängen, dann in der Kälte, dann nass zu sein, weil Cindy und meine Rolle einfach schon nass waren. Heißt, wir haben die ganze Nacht nass durchgedreht. So, das war echt nicht ohne. Das fand ich sehr herausfordernd. Wo ich halt wirklich an meine Grenzen gekommen bin, ist dann einfach der letztendliche Dreh gewesen. Also da 15 Stunden konntest rocken, 6.30 Uhr aufstehen, ab 7.30 Uhr in der Halle zu sein und noch bevor du anfängst zu drehen, um 9 zu wissen, ich bin gerade fucking 1,5 Stunden geskatet. Also da bin ich an meine Grenzen gekommen. Die größte Herausforderung beim Dreh war, beim Skaten zu spielen und nicht zu vergessen. Also man muss sich ja konzentrieren, okay, ich muss jetzt geradeaus fahren, ich darf nicht stolpern oder sonst was, aber ich muss in meiner Rolle bleiben und falls was schief geht, immer noch in der Rolle bleiben. Und es war am Anfang eine Herausforderung, aber ich denke mal, nach 3 Drehtagen war ich schon drin. Also ich denke, also das Schauspiel war schon drin, jetzt einfach nur Kombination mit Schauspiel und Skaten. Ging aber voll gut. Und bitte! Ja.
Lisa und ich, wir verstehen uns schon mega gut. Auch wenn ich ehrlicherweise sagen muss, langsam geht so jeder seinen Weg. Und das ist so das Schöne am Film, weil gerade Alex und Juli erzählen auch ein bisschen die Geschichte. Hey, wir haben zusammen angefangen, aber irgendwie hat jeder so seine eigenen Interessen und sie gehen so ein bisschen auseinander, um sich selber auch zu finden. Und so ist es bei mir und Lisa auch. Ich bin übel dankbar, aber ich merke immer mehr, okay, jeder muss jetzt mal kurz seinen Weg gehen, weil wir einfach so komplett unterschiedlich sind. Aber im Großen und Ganzen spiegelt der Film oder die Rollen schon noch unser echtes Leben ein bisschen wieder. Alex, was hat Papa immer gesagt? Ganz egal, wie oft es sich schmeißt, wichtig ist, dass du drauf scheißt. When you fall, get up. Ich hoffe natürlich, dass der Film klar auch Jungs erreicht, aber auch einfach Mädels, die Mut haben, ins Skatepark zu gehen. Ich weiß noch, als ich da das erste Mal war, ich war so eingeschüchtert und hatte so das Gefühl, ich bin fehl am Platz, weil ich kein Mädel gesehen habe. Ich hoffe, dass der Film junge Kids inspiriert, mehr rauszugehen, auch gerade Skaten anzufangen, einen Zusammenhalt mehr gibt, auch dieses, hey, wir supporten uns gegenseitig. Manchmal denkt man, oh, alleine kann ich alles durchziehen, aber dann merkt man doch schnell, so mit anderen macht es mehr Spaß. Und auch die Eltern, dass die Eltern denken, ey cool, in das Kino gehe ich und gucke mir den Film an mit meinen Kids. Die Message vom Film ist, sich zu trauen und dass wahre Freunde einfach wichtig sind für alles. Und meine Message ist, ja, wenn du was möchtest, dann go for it. Also ich motiviere immer, nicht so viel darüber nachzudenken. Und wenn du es wirklich möchtest, dann mach es einfach. Wenn das dein Bauchgefühl dir sagt, das ist es, dann funktioniert das irgendwie auch. Also es ist irgendwie so eine Kette. Ja. Und immer positiv bleiben. Ich glaube oder ich hoffe, der Film erreicht Mädels, die vielleicht noch nicht so ganz ihren Platz gefunden haben, irgendwie auf der Suche sind, ihnen sagen zu können oder ihnen aufzuzeigen, scheiß drauf, fuck it, so, nein, mach einfach, worauf du Lust hast und was du willst und seid einfach zu viel, weil mehr ist mehr. Get up. Cooler Name. Ey, unser neuer Crewname. Get up, get up, get up, get up, get up, get up.